Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise Sunbreak Together mit Katha. Ja, hallo. Hi. Hallo, hallo. So, jetzt müssen wir das Königsblutrot schnappen. Ja, wir probieren nochmal diese Waffen. Ja. Genau. Wir lassen nicht locker. Auf keinen Fall. Egal, wie verzweifelt wir sind. Wirklich. Ja, komm. Wirklich richtig, egal. Wir sind richtig gut, Mann. Egal, wie oft ich weine und ausraste. Warum rastest du denn aus? Wenn ich es nicht hinkriege, du kennst mich doch. Ach Quatsch. Irgendwie schaffen wir das schon. Ja, ich habe mir jetzt halt ein 28-minütiges Tutorial angeguckt. Wie man mit der Waffe spielt. Wo steht, eigentlich ist es ganz einfach, wenn man es raus hat. Und ich habe immer nur gesehen, ganz viele Zahlen und Buchstaben und immer so. Naja. Ja, aber eigentlich, ne? Dieses eigentlich immer. Ja, ja. Ist es ganz klar. Einfach. Klar. Ja, das finde ich auf Arbeit auch immer cool. Nachdem man 1000 Stunden damit gearbeitet hat. Eigentlich geht das doch schnell. Kannst du doch mal schnell. Kannst du mal, ne? Ach ja, ich habe schon wieder falsch angefangen. So. Und jetzt auf dem Bauch oder wo? Komm mal kurz zurück, Dickichen. Du gehst jetzt drauf los. Ach, ist mir jetzt auch egal. Wo habe ich denn eigentlich ZR? ZR? Ja. Hey, Alter, ich war voll weit weg, Junge. Tu mal nicht so. Ich glaube, du hast ein Video gesehen, wo hier die Switch-Konsole. Oh mein Gott, ja. Wurde. Danke. Jetzt, wo du sagst, ist mir das auch wie Schuppen von den Augen gefallen gerade. Na geil. Hättest du vielleicht mal ausprobieren sollen vorher. Ja, ich wurde ja aufgehalten. Ja, ich weiß. Ach, so war das. So. Irgendwie so ging das. Aua. Muss man nur noch dieses dieses in der Luft wirbeln lernen. Irgendwie. Aber das kommt nur mit der Zeit, ne? Das kommt ja nicht von selbst. Wo ist das Viech eigentlich hin? Und hier ist doch irgendwo diese Eule. Ich bin nur hier durchgelaufen, so wie ich gesehen habe. Weiß ich doch. Taster-Eulenfeder. Genau. So. Scheiße. So, mal gucken, ob ich das jetzt so irgendwie hinkriege. Ne, kriege ich irgendwie nicht hin. Oder habe ich noch die verkehrte Wechselkunst drin? Das könnte es sein. Kann sein, ja. Uiuiui, das ist ja cool. Au. So. Trigger. Das ist ja cool. Kann mal aufhören. Aha, voll daneben, Keule.
Genau. Nee, das ist jetzt auch irgendwie nicht. Komm zurück. Genau. Oh Mann. Also es soll schon ziemlich mächtig sein, die Waffe. Aber das soll ja irgendwie gefühlt jede, ne? Ja, das sollen sie alle sein, ja. Ja. Mal gucken. Na toll. Bist du langsam? Wo ist das? Was? Da ist das. Stehe ich nicht drin, oder? Nee, ich meinte, wo ist das Viech? Ja, yeah, nicht mein. So, so läuft das. So. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so agil war sonst. Also so extrem halt. Ja. Keine Ahnung. Bisschen schneller, ne? Bisschen. Und. Geht noch ein drittes Mal? Geht noch ein viertes Mal? Nee. Aha. Wollte ich sagen, aber das war in mein Face. Hm. Ist das jetzt ein anderes? Oder hat das einen Rage-Modus gekriegt, das Viech? Das ist ja voll cool. Guck mal, irgendwie solche Stacheln im Gesicht gekriegt. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob er das schon die ganze Zeit nee, hatte. Nee, das hatte das Viech noch nie. Das würde auch erklären, warum es so agil geworden ist. Weil es einfach voll. Guck mal, sogar auf den Ärmchen hat das Stachel gekriegt. Ja, das ist ja voll geil, dass sie das Viech so überarbeitet haben. Ja, die haben sie alle überarbeitet, denke ich mal, hier, weil es halt Meisterrang ist hier, ne? Alles ja. Ein bisschen schwieriger. Cool. Sehr interessant. Und ich war schon wieder nicht in der Truhe. Nee, ich auch nicht. Immer das Gleiche, ne? Vergisst man so schnell. Ja, irgendwie vergesse ich das total. Oh, kann ich. Oh. Ich dachte, du greifst mich jetzt an, ganz ehrlich. Oh, und jetzt. Ah, da ist die Seilkäferattacke. Jetzt habe ich. Endlich. Nein! Einmal so. Jetzt sitze ich auch noch auf diesem Mistvieh. Ich glaube, ich klatsche ihn hier einmal gegen, ne? Ja, mach mal. So ist ja erstmal. Und. Hoppala. Ach, Scheiße. Voll daneben. Also das sollte man noch lernen. So. Ah. Okay, das habe ich jetzt schon mal. Okay. Kommt er wieder zurück oder wo läuft er so weit hin? Ich weiß es doch nicht. Ich muss mal meine Waffe schleifen. Hm.
Giftkröte hier hin. Ich hoffe, die hilft noch. Oh, scheiße, jetzt bist du da auch reingelaufen. Aber... Ja. Oh, Mann. Oh. Spring schnell. Geht doch. Sammelt er einfach ein hier. Und zurück mit dir. Guter Boy. Nee. Noch nicht ganz. Und jetzt? Okay. Aha. So dieses Aufladen dieser Attacke ist auch echt so eine Kunst. Aufladen, das hatte ich ja schon die ganze Zeit bei mir so mit drauf. Es war bei mir halt eher dieses Schaden machen, ne? Ja. Wie mache ich das? Ja, mal gucken. Ja, jetzt greift er natürlich nicht an, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Aha. So. Ach so, das ist diese Rücksprung-Scheiße. Okay. So, dann machen wir einmal so. Dann versuchen wir nochmal. Ah. Ist auf jeden Fall super cool, dass wir jetzt alle Seilkunstfertigkeit, also alle Wechselkünste haben jetzt. Also die ganze Zeit parat haben können, ne? Okay, ja, genau. Wenn man das möchte. Ja, wenn man das einstellt. Aber jetzt hier bei dem Langschwert weiß ich ja tatsächlich, was da passieren kann alles mit. Ja? Ja. Also das, ich habe schon was verstanden mit dem Tutorial. Unglaublich, aber wahr. Das Problem ist halt nur noch das Abpassen hier vom Monster. Ja. Das perfekte Timing, ne? Ja, weil ich denke, jedes Mal ergreift mich jetzt an und dann läuft er doch in die andere Richtung. Ja, das Problem hatte ich ja auch immer mit dem Langschwert. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ja, genau. Ja, und jetzt hat er nur gebrüllt schon wieder, ne? Ja, und so lange hält das nicht. Nee. Ich weiß halt auch nicht, ob ich noch was anderes machen muss oder nicht. Da habe ich im Tutorial nichts gesehen, ne? Dass ich noch eine andere Aktion machen muss, sozusagen. Und oh Mist. Und wo ist er hin? Hier an mir vorbeigeswitcht. Okay, jetzt stand er nicht dicht genug dran, alles klar. Na toll. Na toll. Und so. Dann sind wir nicht dicht genug. Boah. Yo. Haut er ab? Nee, oh, dass er jetzt so weit wegläuft, ne? Ja, der springt hier die ganze Zeit hin und her. Richtig weit. Okay, das hat gar keinen Schaden gemacht. Ja, weil er nicht in dich reingelaufen ist, oder? Doch, die Funktion wurde ausgelöst. Echt? Ja. Es hat aber keinen Schaden gemacht. Das ist natürlich super. Findest du?
Nee, eigentlich nicht. Hat mich jetzt auch aufgeregt. Vor allem das gleiche ja auch mal wieder zwei Seikäfer so, ne? Ja. Chris. So, und dann nochmal. So, jetzt komm her. So. Boah, jetzt haut das schon wieder ab. Ja, die laufen ja nicht so weit. Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre es ja gleich doppelt so schlimm. Hey, da ist ein Froggy. Yep. Oder ein großes Froggy. Und Attacke! Mal gucken. Ja. Und es liegt schon wieder. Gut. Lehnen die jetzt 5 Teile bei? Ach nee, das war noch ein anderes. Ich dachte schon. Aha. Ich habe jetzt einen Soldateninsekten genommen, der halt immer dieses rote mit, also dieses, ja, wie heißt das? Das rote Serum oder sowas. Genau. Das sammelt er halt immer mit. Das bekommt man ja sonst immer nur durch Kopf. Wenn man sein Insekt auf den Kopf schießt und dann, ja, kann ich eigentlich immer irgendwo hinschießen und krieg den Schadensboost dazu. Okay, ja. Ich hab's nochmal geschafft, aber so viel Schaden hat es wieder nicht gemacht. Nee. Also schon viel mehr Schaden als. Was war denn das so für eine Zahl? 237. Ja, okay, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit. Mit dem, was 900. Woanders ist. Ja. Deswegen. Aber schon mal wenigstens. Ja, 240 mache ich mit dieser Kinsektenattacke, wenn ich von oben diesen Sturzflug mache. Ja. Wenn die Attacke nicht aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob das vom Blutrot wegen dem Blutrot ist, weil der vielleicht nicht so. Stark ist anfällig oder was? Ja, vielleicht nicht so stark, ich weiß es nicht. Oder weil er nur eine schwache Attacke gemacht hat, dass dadurch. Ja, ich glaube, das ist relativ egal, weil ich habe auch gesehen, wie Leute mit dem Langschwert einfach nur bei dieser Drehung schon die richtigen Bams gemacht haben, weißt du? Bei der Drehung, beim Rund. Ja, wenn das Viech sich einfach nur umdreht. Ach so, das meinst du. Und in deiner Nähe steht. Ah. Schade. So. Ach, Mensch, du. Ja, jetzt kassiere ich aber. Ja, man muss halt noch ein bisschen üben. Aber ich denke mal, es ist. Also man sieht, wo es hingeht. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja. Oh, guck mal. Diesmal durfte ich den Last-Hit setzen. Ichi. Aber die Viecher verlieren trotzdem nichts Besonderes, ne? Nee. Nee, nee.
Naja, Ja. Schwammbalg. Ich glaube, das ist neu. Das hieß früher, glaube ich, anders. Also, aber dann hätten wir doch da, wie heißt den Scheiß? Also dann hätten wir da doch ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen oder sowas Jetzt haben habe ich müssen. gerade eins. Königsblutrot Scherbe. Das ist Ah. neu. Okay, das muss dann neu sein. Das habe ich aber auch nicht gekriegt. Ja, ich hatte Kann jetzt man ja schon mal nachher, mehrere. ja, kann man ja mal nachher nach dem Seltenheitsgrad dieser Scherbe gucken. Ne, weil wir waren ja schon bei Item Seltenheitsgrad 7. Müssten wir ja höher kommen, weil sonst können wir ja gar keine höheren Waffen bauen. Ja. Cool. Ein bisschen ernüchternd, aber es ist trotzdem, es macht immer noch Spaß. Wobei noch nicht so viel Spaß wie mit der Morph-Axt, muss ich sagen. Weil es da einfach flutscht. Ja, das stimmt. Also, ja, wir werden es auf jeden Fall weiter versuchen. Wir werden es auf jeden Fall deutlich. Also, guck mal, wir haben jetzt, ey, 6 Minuten haben wir jetzt rausgeholt. Ja? Zur letzten Runde. Ist doch schon mal was. Ja, cool. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen Ja. schönen Tag. Jo. Tschüss. Tschüss.